Und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Ich bin von Lüher Gameplays als Hobby. Und ja, wir versuchen natürlich weiterhin unsere Turniere bei Mario Tennis. Und gehen mal online. Heute bin ich ausgeschlafen, aber heute habe ich mal geschlafen. In den letzten 6 Teilen, das habe ich nach dem Nachtdienst aufgenommen. Da habe ich nicht wirklich gut, also viel geschlafen. Mal gucken, ob ich heute besser bin. Mal schauen. Natürlich bleiben wir beim Bowser erstmal. Und dann schauen wir mal. Suchen wir mal einen Gegner. Wen finden wir? Runde 1. Auch ein Bowser. Der Harrison. Boah, der hat die coolen Buchstaben hier. Kann man anscheinend einstellen, wenn man sich einen Namen eingibt bei den Nintendo Switch. Harrison hat Aufschlag, ich wollte schon sagen. Ich. Okay, er macht gern Stoppbälle. Okay, es läuft gerade nicht so gut. Okay, irgendwie reagiert hier was nicht. Jetzt muss ich. Komisch. Mal schauen, ob es jetzt besser läuft. Ja, geht doch. Ich muss ein bisschen aufholen jetzt. Nein! Das war's mit dem Aufholen. Scheiße. Okay. Glückwunsch, Harrison. Ich hoffe, du verstehst, wenn ich dich auf YouTube mit ganz normalen Buchstaben eingebe. Alles klar. Also, direkt Runde 1 rausgeflogen. Schade. Der hat schon zu über 2000 Punkte. Einer, der regelmäßig spielt. Na gut, alles klar. Wir sind erst bei 4 Minuten. Das heißt, wir können noch mal ein neues Turnier beginnen. Fangen wir mal an. Wir müssen noch besser werden, anscheinend. So, neuen Gegner suchen. Die Juju. Mit Rosalina. Oder der Juju? Ich weiß nicht. Heutzutage weiß man ja nie. Gibt ja alles Mögliche. Schauen wir mal. Auf ein gutes Spiel, Juju. Oh,
Okay, diesmal läuft's besser. Das nenne ich doch mal einen Ausschlag. Aufschläge mit Dreckpunkten. Oder Punkte, es sind ja immer 15er Schritte. Zumindest am Anfang. Er hat seinen Trickschlag entdeckt. Okay, da hat er noch Glück gehabt. Yay! Tut mir leid, Juju. Du brauchst, glaube ich, auch noch Übung. Genau wie ich. Also mach dir nichts draus. Aber war ein nettes Spiel. Danke für den Sieg auf jeden Fall, dass ich in Runde 2 komme. Es tut mir immer so leid für Neuanfänger. Ich meine, ich bin jetzt kein Pro-Gamer, das sage ich ja auch mal wieder. Aber ich bin natürlich auch schon besser als Anfänger oder Normalos, sage ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es vielleicht besser einschätzen oder die Gegner generell. Ein Kampf geht noch. Und mir tut es immer so leid, wenn halt so neue Spieler, so Neuanfänger in so ein Spiel hier reinkommen und dann ich die leider so runtermache. Nicht verbal, sondern halt spielerisch. Das tut mir irgendwie so ein bisschen leid immer. Der Mitina. Oder die Mitina. Mit Wario. Na dann, herzlich willkommen auf YouTube. Auf einen schönen Kampf. Match. Kampf ist Pokémon Tekken. Klar, hier geht es ja immer darum zu gewinnen. Aber wie gesagt, mir tut es immer leid dann. Ist ja gut. Das war ein guter Reflex. Nicht dran. Seitenwechsel. Da hat er lang durchgehalten gerade. Oder die. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also zurückköpfen kann er irgendwie nicht weit.
30. Ich komm nicht zum richtigen Schlagen, ey. Scheiße. Oh, ich treffe mal das Netz, so Mist. Okay, Mitina kann ganz gut mitspielen hier, mithalten. Nicht schlecht. Jawoll. Oh. Ich war noch mit meiner Pose beschäftigt. Nein! Oh, super Mitina, ja. Okay, das Spiel dauert wohl doch wieder etwas länger. So, müssen wir es halt anders machen, mit Stoppbällen dazu. Wow. Ai, ai, ai. Ja! Endlich habe ich den Ball mal wieder richtig getroffen, ey.
Nein! 15, 15. Was mache ich? Ich könnte gewinnen. Och, das gibt's doch nicht. Der hüpft nicht. Gibt's echt nicht hier. Es reicht langsam. Jawoll. Geht doch. 16 Minuten haben wir jetzt. Wow. Also mit Tina war ein sehr gutes Spiel. Wir waren echt gleich auf irgendwie. Auch wenn es von der Punktzahl anscheinend nicht so aussieht. War aber klasse. Und wir sind jetzt, was? Welchen Rang sind wir jetzt? Hey, wir sind jetzt in Rang 3. Super. Aber das seht ihr natürlich erst im nächsten Teil, wie es weiter funktioniert. Oder ob es weiter funktioniert, eher so rum. ja, gut. Das letzte Spiel war jetzt echt spannend. Das war echt klasse. Das hat mir wieder echt gut gefallen. Das macht Spaß, sowas. Aber mit dem Sieg davon gegangen, das macht natürlich noch mehr Spaß. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr dürft es natürlich gerne mit dem Daumen nach oben zeigen und mit einem Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder auch bei einem anderen Let's Play. Ich habe ja noch andere schöne. Okay, auf jeden Fall viel Spaß noch. Das war Mario Tennis Aces auf Nintendo Switch mit von Löher, Gameplays als Hobby, und auf Wiedersehen. Tschüss.